Und damit herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 5 hier auf dem Pixel-Helden-Kanal mit mir, dem Ray. Ich möchte weitermachen mit der El Camino-Storyline, die wir ja, in der letzten Folge so ein bisschen sporadisch gespielt haben. Ich habe mich mal wieder mit allem Möglichen ablenken lassen. Oh, ich sehe gerade, da ist noch ein XP-Tafelschild. Ja, Paradebeispiel. Da will ich schon rechts einlenken und dann merke ich, oh, da ist noch ein XP-Tafelschild und ich biege schon wieder ab. Ja, wir haben es tatsächlich nur zwei Kapitel gespielt. Aber ich habe gedacht, wir ziehen da jetzt mal ein bisschen durch, dass wir das auch wirklich voranbringen. Aber immerhin haben wir auch ein Schaurennen gemacht. Ein Rennen gegen einen Zug. War ganz cool. Wenn auch jetzt nicht spektakulär was Neues in der Horizon-Szene, aber ist okay. Ja, ursprünglich wollte ich sogar in der Folge eher den Bronco R fahren. Allerdings, den Bronco R, den ich im Fuhrpark habe, ist aus dem Willkommenspaket. Und die Willkommensfahrzeuge sind halt ein bisschen anders getuned als die Serienfahrzeuge. Deswegen würde ich sagen, den Bronco R schauen wir uns dann mal an, wenn ich tatsächlich die normale quasi Serienversion habe. Wenn man bei einem Bronco R von einem Serienfahrzeug sprechen kann. Also kurz, um dir zu zeigen, welches Fahrzeug ich genau meine. Ja, falls du jetzt keine Ahnung hast. Also das ist der normale Bronco, zweites Covercar hier in Horizon 5 neben dem AMG One. Und dann gibt es eben hier noch diesen Bronco R, also quasi alles nochmal ein bisschen mehr auf Rennwagen getrimmt, beziehungsweise als Baja-Fahrzeug getrimmt. Und eben aber im Willkommenspaket Fahrzeuge sind halt meistens ein bisschen anders aufgebaut. Deswegen, ja, den hier dann halt nicht heute. Ja, dann jetzt halt dafür den Pre-Runner, DeBerti, den F-150. Ist doch auch ganz cool. Und wie gesagt, das Ganze dient ja auch eher jetzt hier, um von A nach B zu kommen. Denn wir wollen natürlich weitermachen, nicht mit der Straßenszene. Moment. Die Story ist jetzt wirklich hier direkt dahinter, oder was? Ah ja, hier, El Camino, das ist ja ein bisschen blöd. Hätte ich fast schon das Falsche gestartet. So, weiter geht's. Kapitel 3, die Statue bei Sonnenuntergang. Wir konnten uns ja entscheiden. Ich entscheide mich jetzt eben halt für das hier. Mal gucken, was uns hier erwartet. Wahrscheinlich halt wieder eine coole Foto-Challenge. Gehen wir. Die Sonne geht unter, aber wir haben noch genug Zeit, um zum Strand zu kommen. Ich bin so aufgeregt. Was meinst du? Finden wir sie? Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Aber ich glaube, in Mexiko steckt oft mehr dahinter, als man auf Anhieb erkennt. Los geht's! Ein Toyota Land Cruiser, wie cool ist das denn? Geil. Finde ich cool. 2:10, um die Location zu erreichen. Ja, da kürze ich doch direkt hier ab. Okay, der ist nicht ganz Serie, würde ich behaupten. Aber ist ja okay. Müssen wir aber ein bisschen aufpassen, wenn ich abkürze. Da sind doch ein paar mehr Felsvorsprünge. Und auch sonst ein paar Sachen im Weg. Weil jetzt irgendwo dagegen scheppern wäre kontraproduktiv. Wusstest du, dass Sydney Wolverstone auch, wie sagt man, eine Botanista war? Eine Botanikerin, eine Naturforscherin und eine gute Artista. Du willst über die Maravillas de Mexico sprechen? Dann lies mehr über sie. Das sieht aber echt geil aus, im Sonnenuntergang da am Meer. Ich habe mich fürs Richtige entschieden. Das andere wäre ja Mittag gewesen, ist ja voll langweilig. Sonnenauf- und Sonnenuntergang, das sind die wahren Freuden. Freuden, so, Freunden, ja, Freunde sind es auch. Freude des Lebens. So, einfach querfeld einen da durchballern. Durch die Wüste. Der sinkt ja aber richtig ein im Sand. Uiui. Im Buch werden diverse Orte beschrieben, an denen Sydney Wolverstone Statuen fand. Sie glaubt aber nicht, dass sie aztekisch waren. Das ist interessant, denn ich finde, sie wirken toltekisch. Aber nicht mal das ist klar. Wir wissen wenig über die Tolteken. Nein, über den gesamten Zeitraum vor der Eroberung. Hier gibt es noch so viel zu entdecken. In Mexiko ist so viel vergessene Geschichte. So viel, was wir nicht über die Menschen wissen, die hier tausende Jahre lang gelebt haben. Ja, da ist was dran. Da ist auf jeden Fall eine sehr antike Kultur in Mexiko. Und generell auch die Spielwelt hier von Horizon 5. Da werden wir noch sehr lange sehr viel zu entdecken haben. Das steht, glaube ich, außer Frage. Und mit diesen Let's Play-Folgen machen wir kleine Schritte, diese Entdeckung voranzutreiben. Das ist doch ganz klar. So. Jetzt müssen wir die Statue halt auch noch finden. Weil ich glaube, die muss nämlich drauf sein. Ich kann jetzt nicht einfach hier ein Foto machen. Ah, hier ist sie auch. Perfekt. Alles klar. Dann machen wir das doch einfach mal.
Sehr schön. Ein weiteres Kapitel geschafft. Interessant. Das ist offenbar kein aztekisches Design. Aber es erinnert mich an Tlaloc, den Regengott. Wie aufregend. Ich finde heraus, wo die nächste ist und rufe dich dann an. Perfekt. Wie führt der Pfad von hier? Nach Süden und landeinwärts. Ganz sicher. Ich melde mich. Da ist sie. Direkt in der Sonne, so wie es im Buch steht. Mach ein Foto. Hä? Achso, ich glaube, der letzte Satz. Hä? Ich hab's doch geschafft. Was? Nein? Hä? Echt nicht? Ich habe gar nicht drauf geachtet auf die Zeit. Habe ich jetzt wirklich so lange gebraucht? Ich dachte, ich bin weit vor 2:10. Nee, dann mache ich es nochmal. Okay, ist vielleicht jetzt ein bisschen langweilig für dich, aber nee, dann will ich das nochmal machen. Dann fahren wir diesmal ein bisschen anders. Ich dachte, ich habe das locker in 2:10 geschafft. Ja, habe ich gar nicht so drauf geachtet. So, jetzt fahren wir hier direkt die Bärfeld ein rein. Wusstest du, dass Sidney Wulverstone auch, wie sagt man, eine Botanista war? Eine Botanikerin, eine Naturforscherin und eine gute Artista. Du willst über die Maravillas de Mexico sprechen? Dann lies mehr über sie. Das ist gefährlich. Nein, das ist gar nicht gut. Das ist gar nicht gut. Das kostet Zeit. Ja, es kann sein, dass tatsächlich die Zeit schon vorbei war. Ich habe da gar nicht mehr so drauf geachtet, ehrlich gesagt. Ich meine, es war knapp. 5 Sekunden verpasst, ne? Aber... Nee, ich will schon 3 Sterne. Komm, Vollgas jetzt. Ich hatte der Sand einfach zu sehr ausgebremst. Ich weiß es nicht. Boah. Das ist schon ein Stück noch hier. Manch einer würde jetzt sagen, fahr doch die Route ab. Aber ich glaube, wenn ich die Route abfahre, brauche ich noch länger. Sie glaubt aber nicht, dass sie aztekisch waren. Das ist interessant. Denn ich finde, sie wirken toltekisch. Aber nicht mal das ist klar. Wir wissen wenig über die Tolteken. Nein, über den gesamten Zeitraum vor der Eroberung. Hier gibt es noch so viel zu entdecken. In Mexiko ist so viel vergessen. Ist aber echt schwierig, ne? Also, so viel, was wir nicht über die Menschen wissen, die hier tausende Jahre lang gelebt haben. Das schaffe ich wieder nicht. Muss ich doch den Weg fahren, weil Offroad halt doch nicht so schnell ist. Ich muss ja irgendwo abkürzen, garantiert. Ja klar, das schaffe ich nicht in der Zeit jetzt. War ich vorher sogar wahrscheinlich schneller. Okay, nochmal. Ein letzter Versuch, ja? Gönnt mir einen letzten Versuch. Ansonsten lassen wir es halt. Da muss ich das irgendwann anders mal auf 3 Sterne machen. Okay, ich gucke mal ganz kurz die Route an. Okay, eigentlich ist es schon sinnvoll. Ich glaube, abkürzen muss ich eigentlich nur dieses Stück hier. Der Rest kann ich, glaube ich, wirklich auf der Straße fahren. Obwohl ich, glaube ich, zu viel Offroad irgendwo. Weil ich glaube, selbst... Diese kleine Umfahrung hier dürfte vielleicht sogar schon schneller sein. Weil man auf dem Asphalt halt doch einfach schneller ist. Ja, wir gucken mal. Letzter Versuch, wie gesagt, ansonsten lasse ich es. Ich möchte jetzt dich damit auch nicht langweilen. Wusstest du, dass Sidney Wulverstone auch, wie sagt man, eine Botanista war? Ja, habe ich schon mal gehört. Irgendwo, ja. Naturforscherin und eine gute das kleine Artist. Stück kann man auch abkürzen. Du willst über die Maravillas de Mexico sprechen? Dann lies mehr über sie. So, schön runter, 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 runter. Okay. Jetzt hier voll durch. Im Buch werden diverse Orte beschrieben, an denen Sidney Wulverstone Statuen fand. Sie glaubt aber nicht, dass sie aztekisch waren. Das ist interessant, denn ich finde, sie wirken toltekisch. Aber nicht mal das ist klar. Wir wissen wenig über die Tolteken. Nein, über den gesamten Zeitraum vor der Eroberung. Hier gibt es noch so viel zu entdecken. In Mexiko ist so viel vergessene Geschichte. So viel, was wir nicht halt auch über die Menschen voll viel wissen, Zeit. Die hier tausende Jahre lang gelebt haben.
Ich bin jetzt nicht wirklich schneller als vorhin. Das werde ich, glaube ich, wieder nicht schaffen, oder? Also ich muss jetzt richtig schön durchballern. Und dann direkt den Fotoapparat rausholen. Das ist diesmal ziemlich knapp bemessen. Oder ich mache halt irgendwo einen drastischen Fehler. Wobei diesmal, es könnte reichen, wenn ich die Kurve hinkriegen würde. Ach, kriege ich nicht hin. Wow. Ne, kriege ich nicht hin. Ich krieg die Kurve nicht hin. Verdammt! Ich hasse sowas. Ich will... Moment. Nochmal ein Stückchen mehr zurück. Und vorher einlenken. Das wird super... Ja, okay, ich musste jetzt drücken, aber reicht das? Ist die jetzt drauf, wenn ich so mache? Wahrscheinlich nicht, ne? Doch, hat trotzdem gezählt. Okay, okay, gut. Wegen 2 Zehntel, ey. Okay, Glück gehabt. Interessant. Das ist offenbar kein aztekisches Design. Aber es erinnert mich an Tlaloc, den Regengott. Wie aufregend. Ich finde heraus, wo die nächste ist und rufe dich dann an. Wohin führt der Pfad von hier? Nach Süden und landeinwärts. Ganz sicher. Ich melde mich. Da ist sie! Direkt in der Sonne, so wie es im Buch steht. Mach ein Foto! Ja, 3 Sterne ist manchmal ein bisschen tricky, wie wir ja gerade festgestellt haben. Aber dann weißt du es jetzt vielleicht besser, wenn du die Story noch nicht gemacht hast. Hola, mi amigo! Hey, ich habe das Tagebuch immer und immer wieder gelesen. Ich glaube, dass Lady Sidneys Expedition ins Landesinnere kam, aber... No sé, es ist schwer, Beweise zu finden. Oh, hier haben wir ein Häuschen. Das könnte man eigentlich kaufen. Wenn man hier schon mal so... Bei nächster Gelegenheit, wenden. Guck mal, was es kostet. Ob ich mir das leisten kann. Erstmal nehme ich hier dieses Schildchen mit. In 200 Metern rechts abbiegen. Das sieht nett aus, aber ich glaube, das wird auch ein bisschen was kosten. Pool, Blick auf den Strand, viele Zimmer, lindo. Und die Garage ist auch groß, ich habe nachgeschaut. Schnellreise. Reise sofort zu jeder beliebigen Straße auf der Karte. Und 2 Superwheel-Spins für 2 Millionen. Ja, das ist viel Geld, aber komm. Schnellreise überall hin. Früher oder später brauchen wir das immer. Entspannen wir uns jetzt am Strand oder fahren wir wieder los? Jetzt kannst du den Motor im Wohnzimmer auseinandernehmen. Hier, die Schlüssel. Ja, machen wir mal. Komm. So. Und raus mit uns. Weiter geht's mit der Story. Oh, das nächste Kapitel ist schon wieder freigeschaltet. Das geht ja rucki-zucki. Horizon Mexico kriegt nicht genug von dir. Du bist einer unserer größten Superstars überhaupt. Wie wär's, wenn wir dich in die Ruhmeshalle aufnehmen? Du bist sowieso unterwegs dahin. Auszeichnungen für Auszeichnungen, Abenteuer für Abenteuer. Ja, die Ruhmeshalle wird noch ein bisschen brauchen. Ja, das nächste, was wir machen, ist dann das hier wahrscheinlich. Dann haben wir überall schon mal immerhin 2. Aber machen wir jetzt noch nicht. Wir ziehen jetzt erstmal das nächste durch. So, sehr gut. Das hat es jetzt leider wieder nicht mehr ausgewählt. Muss ich gucken, wo die Story ist. Das ist es. Elkem. Ja, das ist perfekt. Ja. Und wir haben ein Wheelspin und 2 Super Wheelspins. Dann machen wir das doch mal noch schnell. Ja, da haben wir auch schon fast die 2 Millionen wieder drin. ein kleiner Teil davon. Ja, rosafarbene Turnschuhe, endlich. Die habe ich so lange gewartet. Nicht. Der Motorstart. Die Motorstarthupe. Wo kann ich denn nämlich Hupen nochmal ändern? Ich glaube, das muss ich eben... Ne, warte mal, das kann man doch hier. Soundeffekte, Motor, da ist er doch. Aufpassen. Finde ich geil. So ein richtig geiler, moderner Sportwagen, oder machst du das? Oder am besten noch ein Elektrofahrzeug oder so.
Porsche Taycan, Lotus Evija, irgendwie sowas. Und dann das dazu. Dann ist das absolut authentisch. So, jetzt aber mal weitermachen. Schon die Hälfte der Folge quasi rum. Na, vielleicht gebe ich auch 5 Minuten oben drauf. Ja, geizen wir nicht damit. Aber nichts geschafft. Ich glaube auch sogar, dass ich vielleicht ab jetzt... In 400 Metern links abbiegen. Ab jetzt sogar die Stories, wenn ich halt nur ein oder zwei Sterne schaffe, es einfach lasse und das dann irgendwann später mal nachholen in einem Livestream oder sonst irgendwann oder vielleicht sogar offscreen oder so. Du mal hast gucken. Dein Ziel erreicht. So. Genau, das machen wir jetzt ja nicht. Deswegen, beziehungsweise das können wir überspringen. Das machen wir dann ein andermal. Deswegen machen wir das. In 1:32 müssen wir es schaffen. Aber was müssen wir schaffen? Das ist die Frage. Hör mal, das Dorf Mulegé, eine Oase der Ruhe. Wenn sie es nach Mulegé geschafft hat, muss die Expedition flussaufwärts gegangen sein. Mulegé, spricht man das aus, okay. Muss ich mir merken, wie man diese Orte ausspricht. Ich bin mit dem Buch zur Escuela gegangen. Und meine Lehrer haben gesagt, dass Lady Wolverstones Abenteuer Fiktion sind. Wie Pedro Paramo oder Sherlock Holmes. Sie hat also nie Anerkennung bekommen? Sie wollte keine haben. Sie hat ihre Geschichten für ihre Enkelkinder geschrieben. Aber wenn sie wahr sind, sollten sie weitererzählt werden. Du und ich können es beweisen. Ja, vamos wohl. Ich glaube, hier kann ich abkürzen, ne? Hier und dann direkt rüber, würde ich sagen. Hier und dann direkt so rein rüber. Ich glaube, man muss wirklich nur in dem Gebiet sein und dann Foto drücken. Man muss es nicht mal wirklich abfotografieren. Wir können im Stadtzentrum anfangen und dann nach außen fahren. Oh, der geht ganz schön gut durchs Gelände. Das ist auf jeden Fall der richtige Weg gewesen, so zu fahren. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich hier den Sprung einigermaßen gut mache. Dass ich... Ja, genau das nehme ich. Jetzt bin ich nämlich hier genau auf die nächste Klippe gesprungen. Das kostet jetzt, glaube ich, eher Zeit. Aber kriegen wir alles hin. Oh, wie sich da Pfützen auch bilden. Sehr gut. Solche Details liebe ich ja. Jetzt müsste halt noch die Vegetation nicht immer so plötzlich aufpoppen, beziehungsweise einen detaillierteren Schatten bekommen. Dann würde das auch in der Summe alles ein bisschen runder aussehen. Ja, das sieht gut aber aus diesmal. Das Fahrzeug läuft auch einfach im Gelände deutlich besser nochmal. Jetzt aufpassen, da nirgends dagegen gedonnern. Ich teste es jetzt einfach mal, okay? Ich gehe in den Kreis und drücke direkt Foto, auch wenn wir es nicht sehen. Ups. Mal gucken, ob das wirklich so klappt. Tatsächlich. Okay, dann ist es ja echt Billo. Okay. Ich meine, die Stelle sehen wir jetzt eh gleich nochmal. Deswegen wird das jetzt nicht so schlimm sein. Lady Sydney schreibt, dass eine Brucha, eine weise Frau hier im Ort, meinte, die Statuen sehe man nur an bestimmten Tagen im Regen, weil sie Statuen von Tlaloc sind. Ich glaube immer noch, die Bäume verbergen sie. Aber ruf an, wenn du den nächsten Standort kennst, ja? Okay, man hat's doch nicht gesehen. Dann tut's mir leid, dass ich da jetzt zu voreilig gedrückt habe. Alles für sie Wissenschaft. Aber das wird ja hier irgendwo gewesen sein, was wir da Hola, mi amigo! Hey, Haley hat wegen der Promo-Fotos angerufen. Ich habe ihr gesagt, dass ich glaube, dass Lady Sydney Wolverstone eine der ersten Entdeckerinnen war, die Champa betreten hat. Bin schon unterwegs. Ja, aber hallo. Da ist ein... Bei nächster Schnellreiseschild. Wenden. Vor allem, wenn wir jetzt Schnellreise überall hin haben, dann müssen wir natürlich diesen Rabatt uns gönnen. Denn wenn wir tatsächlich alle Schnellreisetafeln haben, dann wäre es umsonst. Aber es gibt 50 Stück. Oh Gott, das wird ein bisschen dauern, bis ich die alle habe. Aber gut, ich habe auch tatsächlich noch nicht wirklich viele gemacht. Aber trotzdem, ja, dann habe ich da noch ein bisschen was zu tun. Kann ich da direkt fahren? So, muss gehen, oder? Jawohl. Sehr schön. Oh, das will ich mir mal angucken. Route wird neu berechnet. In der Preview, die ich ja anschauen durfte, war hier nämlich alles trocken. Jetzt sind wir aber in der Regenzeit. Das heißt, hier ziehen wir das ein bisschen. Jetzt kann ich da wahrscheinlich gar nicht hinfahren, oder? Oder geht es? Ah doch, es geht. Nee, geht nicht. Ha! Da kann man nämlich hinfahren in der Trockenzeit. Das ist nämlich komplett freigelegt. Das ist interessant. Das ist cool. Okay. Das ist hier alles so richtig schön... Richtiger Fluss. Kleiner See. So, aber weiter geht's. Ich will die Story auf jeden Fall noch abschließen.
Wenn ich jetzt am Anfang ein bisschen echt viele Versuche gebraucht habe. Watch out, pass auf bitte. In 400 Metern links abbiegen. So, sehr schön. Links abbiegen. Ja, so viel zu links abbiegen. Direkt die harte Mauer ausgesucht. Aber es sieht schön aus hier. Schön beleuchtet mit der Baumallee hier. Schön. Hier ist ein kleines Festchen. Du hast dein Ziel erreicht. Und da ist eine XP-Tab. Sehr gut. So. Cascadas ist das nächste Kapitel. Bereit für Agua Azul? Bien. Wir werden vielleicht ein wenig nass. Ich werde die Fenster schließen. Ja, im Alumicraft, der keine Fenster hat. Ich übersetze weiter. Das kalte Wasser von Agua Azul stillte unseren Durst und beflügelte unsere Herzen. Moment mal kurz. Also in dem Fall mache ich mal einen Neustart, weil ich glaube, wenn wir einfach rechts lang fahren, sind wir super schnell. Übersetze weiter. Das kalte Wasser von Agua Azul stillte unseren Durst und beflügelte unsere Herzen. Im Herzen des blauen Wassers fanden wir sie. Sie? Suchen wir vielleicht nach mehr als einer Statue? Und im Herzen des blauen Wassers? Was soll das bloß heißen? Die Frage ist, warum wurde das Tagebuch von Lady Sydney Wolverstone als Fiktion veröffentlicht? Sie war wirklich hier. Sie hat Aventuras in ganz Mexiko erlebt. Vielleicht wollte sie nicht. Ich muss mal kurz überrechnen, wo ich hin muss. Ich glaube, es macht schon Sinn, dem Weg zu folgen. Oder ich versuche mal auf die Straße zu kommen, kurz, und dann probieren wir es einfach mal. Oder vielleicht dachte sie, dass ihr niemand glauben würde. Oh Gott, das Holz bremst hier übelst aus. Diese baumliegende Baumstämme. Dann runter von der Straße, wenn wir in der Nähe der Wasserfälle sind. Das war, glaube ich, nicht die beste Entscheidung. 2 Minuten habe ich Zeit. Boah, dieses Gebälk bremst übelst aus. Ja, der Lumicraft wiegt halt nichts. Der kann das nicht wirklich wegdrücken. Ansonsten würde ich, glaube ich, richtig gut durchkommen. Ja, das schaffen wir aber, glaube ich, trotzdem. Trotzdem nicht die falsche Entscheidung. Das Wasser kommt da ganz gut. Halt ein Foto vom Wasserfall. Die Story ist eigentlich relativ fix, wenn man so nimmt. Also wenn man jetzt mal nicht 100 Mal neu startet. Weil es ist ja meistens in unter 3 Minuten bist du da, hast du gedrückt und dann ist fertig. Also das können die wir gut Bilder durchziehen. Sind gut. Und weißt du, weil wir Bilder haben, kann uns keiner Loco nennen, wenn wir die Statuen nicht wiederfinden. Ich frage mich, ob hier wirklich eine Statue ist oder was fotografiere ich jetzt hier konkret eigentlich. Ich mache einfach ein Foto von irgendwas. Irgendwie glaube ich nicht, dass ich das so richtig mache. Aber okay. Eieiei, das ist groß. Ich glaube, das ist unsere nächste Spur. Triff mich, sobald du kannst. Das ist mein SP-Schild, das nehmen wir natürlich auch noch mit. So, dann. Wo geht's denn hin? Ganz da hoch, okay. Oh, da haben wir sogar noch ein XP-Schild, was wir mitnehmen können. Und, okay, gut. Das wird auch mal eine Mission sein oder vielleicht eine Let's Play-Folge. Alle bisher zumindest mal aufgedeckten Schilder zu versuchen noch mitzunehmen. Manche sind da ja wirklich gar nicht so einfach zu bekommen. Da muss man ein bisschen sich anstrengen. Aber ja. Das machen wir jetzt noch nicht. Ich glaube, wir haben storytechnisch noch so viel vor uns.
Und ich will in die Hall of Fame. Das muss doch möglich sein. Hier ist nochmal. Chillt. Und wieder Vollbremsung und wieder umkehren. Bei nächster Gelegenheit wenden. Und wieder zurück. Boah, das sieht auch cool aus, ne? Gerade so morgen. Morgenlicht, Morgentau in der Ferne. Also Lichtstimmung ist schon. Ist schon Porno. Und schon wieder ein XP-Schild. Wie oft muss ich jetzt hier die Vollbremsung machen? Ja, das ist echt das Let's Play der großen Ablenkung. Das ist echt Wahnsinn. Aber ist okay. Gibt immer was zu tun, immer was zu decken. Die Hühner kamen aber aus dem Nichts gerade. Das sind Tarnhühner. Gibt's nur in Mexiko. Ah, guck mal, wir haben aber immerhin auch schon mal 55, also ein Fünftel aller Schilder sogar schon zerstört. Also, kann jetzt nicht sagen, dass ich hier auch nichts mache. Nur von den Schnellreisetafeln tatsächlich habe ich bisher sehr wenige mitgenommen. Aber das können wir ja jetzt hier ändern. Oh, ich dachte, die Dinger kann man auch kaputt fahren. Scheinbar nicht, weil die kleinen Stäbchen hier kann man kaputt fahren. Kamera, kommt nicht drauf klar. So, jetzt. Was ist das hier? Das müsste ja auch ja irgendwo sein. Hier. Und Hammer. Sehr gut. Und gleich mal gucken, wie viel Kapitel wir noch haben. Es kann halt sein, dass wir das letzte Kapitel wieder nicht machen können. Dass wir da wieder erst warten müssen, bis wir dann in die Hall of Fame gekommen sind. So war es ja zumindest mal in der Street Racing Story. So, da ist nochmal ein XP-Schild irgendwo. Ah ja, hier. Schaffe ich das? Nein, ich werde vorher... Ich wollte da jetzt Vollgas durchspringen, aber das Auto hat vorher schon... Ist vorher schon ein bisschen abgehoben. Richtig abgehobenes Fahrzeug ist das. In 200 Metern scharf links abbiegen. In 200 Metern links abbiegen. So, wie viel haben wir denn jetzt noch? Okay, es wären noch... Ich denke mal, zwei noch machen wir. Und das wird wahrscheinlich wieder am Schluss sein. Und das eine müssen wir irgendwann anders mal nachholen. Dann machen wir mal. Valle de las Ranas. Ich habe mehr von Lady Sydney gefunden. Entwürfe von El Camino. Sie hat Bleistiftzeichnungen der Formation angefertigt, die ich in Valle de las Ranas gesehen habe. Und sie hat eine der Statuen skizziert. Fahr voran! Ja, oder sie fährt mit. Also, fantastische, in Stein gemeißelte Wesen. Und sie fand die Statue am frühen Morgen. Und pass auf, das war nach einem Gewitter. Das ist noch eine Statue von Tlaloc? Interessant. Mal sehen, ob wir sie finden. Das Valle ist östlich von Guanajuato. Na los! Valle de las Ranas heißt Tal der Frösche. Ich fand immer, sie sahen aus wie mystische Wesen. Das tat Lady Sydney auch. Sie hat Zeichnungen davon angefertigt. Ach, stell dir das vor. Eine Entdeckerin wie Lady Sydney kam hierher mit nichts als Ganas y un gran amor für die Wildnis von Mexiko. Sie klingt wie jemand, den ich kenne. Ja? Ich mache Fotos von Autos für das Festival. Ihr macht die Arbeit. Und mein Wagen ist viel schneller als Ihrer, oder? Wir haben etwas mehr als eine Pferdestärke. Ich glaube, ich bin auch Fotografin geworden, weil ich das Tagebuch gelesen habe. Ich wollte dieselbe Bellezza einfangen wie Sie. Okay. Ich glaube, ich habe hier mal übelst... gecheatet bei der Mission. Aber okay. Diese Felsen sind halt übelst geil, ey. So. Easy. Heute ist das Valle de las Ranas eines der meistbesuchten Naturwunder in Mexiko. Lady Sydney erkannte ein Wunder, wenn sie es sah.
Aber im Reiseführer steht nichts von einer Tillerlock-Statue hier. So, sehr gut. Dann denke ich jetzt mal, dass wir eben noch ein Kapitel machen dürfen. Also eins mindestens. Haha, ich hab es. Ich hab keine Zeit, das zu erklären. Komm einfach her. Ich bin unterwegs. Aber erstmal möchte ich den Spin drehen. Oh, wir haben sogar wieder ein paar mehr angesammelt. Dann auf hier. Ja! Der Naturrennanzug. Was auch immer ein Naturrennanzug ist. Der ist vegan, oder wie? Vegan hergestellter Rennanzug. Okay. Oh. Ja. Ein güldenes. Wobei, der Urus hätte ich ja auch gefeiert. Den Urus hätte ich auch gefeiert. Den Eliminator machen wir jetzt nicht. Den machen wir früher oder später sowieso mal. So, auf geht's. Zum Zielort. Ja, auch wenn ich jetzt natürlich Schnellreise überall hin habe, heißt es nicht, dass ich das jetzt die ganze Zeit nutze. Erstens mal kostet das mich... Na egal, da kehre ich jetzt nicht um. Erstens mal kostet es mich jedes Mal noch Credits, weil es ja noch nicht umsonst ist. Außerdem, finde ich, gehörte gerade jetzt hier in dem Let's Play definitiv dazu, da auch überall lang zu fahren und die Welt zu entdecken. Und ich bin mir sicher, dass du ganz viele Sachen entdeckst, die ich gar nicht sehe. Es gibt wahrscheinlich einen Stern. Es gab sogar zwei Sterne. Okay, das ist krass. Bei nächster Gelegenheit, obwohl wir hier jetzt gar nicht unbedingt das krasseste Fahrzeug gefahren sind. Okay. Aber okay. Route wird neu berechnet. Vorsicht. Immer safte. Aber das XP-Schild da vorne. Das habe ich jetzt im Visier. Aber also wenn wir eins heute geschafft haben, dann auf jeden Fall Tafeln zerstört. So, ich habe ja schon gesagt, dass ich heute diese Folge auch ein bisschen überziehen werde. Wo ist es denn? Ah, hier. Im Hühnerstall. Ekbalam. Ich spreche das wahrscheinlich immer komplett falsch aus, aber ich behaupte, es ist komplett richtig. Ich habe die letzten Seiten des Buchs mit den anderen Aufzeichnungen verglichen. Es ist Ekbalam. Das muss es sein. Lady Sidney Wolverstones Expedition führte sie nach Süden, nach Ekbalam. Ich war mal in Ekbalam. Ich kenne den Weg. Wie oft wollen Sie Ekbalam in 5 Minuten sagen? Ekbalam, Ekbalam, Ekbalam. Oder besser gesagt 30 Sekunden. Ekbalam wurde erst in den 90ern richtig erforscht. Aber wir wissen sehr wenig darüber. Forscher streiten sich sogar darum, wie viel historisch korrektes Wissen wir über die Tolteken haben und wie viel aztekische Legende ist. Warum fahren wir dann nach Ekbalam und nicht nach Tula? In Wolverstones Buch heißt es natürlich nicht Ekbalam, aber sie beschreibt es als einen großen Gebäudekomplex mit vielleicht 20 oder mehr Gebäuden und einem großen ovalen Palast. Und Achtung, 3 Statuen, wie ich sie auch anderswo fand. 3? Es waren aber ziemlich sicher nur 2. Und das ist nicht alles. Sie schreibt, die 3. größte Statue aus dem Stein, der mir so vertraut geworden ist, lag im Süden des Komplexes, kaum sichtbar, im peitschenden Regen. Dann fahren wir, bevor der Regen aufhört. Ist das das, was wir da entdeckt haben, als wir das Apex Außenposten gemacht haben? Weil da haben wir ja auch 2 Statuen eben abfotografiert, als Bonusaufgabe. Das würde ja irgendwie naheliegen, würde ich sagen. Aber viel cooler an der ganzen Sache ist, dass wir den Lamborghini LM002 gerade fahren. Und jetzt ab durch den Urwald. Das sieht doch sogar nach einem kleinen Weg aus. Das ist ein ganzes Stück noch, ey. Das könnte sogar knapp werden. Ah, gucken wir mal. Ich will jetzt mal, ohne auf die Karte zu gucken, da hinzukommen. Bis jetzt klappt es ganz gut. Sicht
Ich sag mal, ist der Fotobereich ziemlich klein, wie ich sehe. Komm ich da durch? Ich hoffe. Zeit haben wir denn noch? Nicht mehr viel, ne? Ah ja, da ist tatsächlich. Man sieht sogar hier. Guck. Verdammt, jetzt habe ich das Auto gar nicht abfotografiert, weil ich drüber geflogen bin. Egal. Hat Spaß gemacht. Aber irgendwie hätte es am Ende noch einen Schatz geben müssen. Bueno, vielleicht... Waren der Schatz die Freunde, die wir gefunden haben? Das hast du gesagt. Dann war's das? Eine Sache noch. Dem Buch zufolge nahm Wolverstone eine Jadestatue von hier mit, hat sie aber mit einer Springflut verloren. Vielleicht finde ich raus, wo das war. Ich rufe dich an, sobald ich was weiß. Jetzt bin ich neugierig. Ruf an, ja? Okay, dann bin ich jetzt gespannt, ob sie direkt anruft oder ob wir das erst mitkriegen, wenn wir in der Hall of Fame sind. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Dieser BMW? Das ist der 2002 Turbo. Rarissimo. Komm gleich her. Ne, das sieht stark danach aus, dass wir tatsächlich die letzten Kapitel einer jeden Story erst dann bekommen, wenn wir tatsächlich in der Hall of Fame sind. Was ja auch cool ist, dann lohnt sich das ja nochmal ein bisschen mehr darauf hinzuarbeiten. Aber damit sind wir auf jeden Fall jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Wie gesagt, ein bisschen länger, weil natürlich ich ja das eine Kapitel ganz am Anfang der Folge ein paar Mal mehr versucht habe, da oben in der Wüste. Aber es hat ja am Ende geklappt und das ist ja auch schön. Und ja, ansonsten, wie gesagt, soll es das gewesen sein mit dieser Ausgabe. Mal schauen, was wir in der nächsten Ausgabe machen. Wir haben ja natürlich wieder das nächste Kapitel quasi freigeschaltet. Und ich glaube, ich habe ja gesagt, dass ich bei Apex, ne, diese Story dann anfangen möchte. Also von einer Story in die nächste, von einer Sternenjagd in die nächste. Und apropos Sternenjagd, da wäre doch so ein Mercedes ganz cool, ne? Sternjäger, Mercedes, verstehst du? Ja, egal. Gut, ich bin raus an dieser Stelle. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn es dir gefallen hat, dann lass doch sehr gerne ein Däumchen nach oben da. Und dann bis dann. Mach's gut. Ciao.